Die Beschwörung hat perfekt funktioniert, das wusste ich. Ich schätze, ihr benötigt meine Hilfe. Ihr habt euch entschieden, das Beschwörungsmedaillon zur Anwendung zu bringen. Na schön, dann könnt ihr mir nun aber auch berichten, wie die Suche nach dem Orakel läuft. Lasst mich einmal sehen. Die Anrede ist für meinen Geschmack ein bisschen zu vertraut, doch das Orakel folgte schon immer seinen eigenen Regeln. Ah, schlau, Marieve, sehr schlau. Sie hat uns eine geheime Botschaft hinterlassen und sie uns praktisch unter die Nase gerieben. Es steckt alles in den Formulierungen. Botschaften, Elemente, Ritual, richtig geordnet. Für jemanden, der sie gut kennt, ergibt das völlig Sinn. Die Würdinnen verehren die Natur und die Elemente. Wir müssen ein Elementarritual durchführen, um die Botschaft zu erhalten. Sucht nach Gegenständen, die für die Elemente stehen. Luft, Erde, Wasser. Ich mache die vorbereitete Ritualstätte ausfindig und ihr platziert die Gegenstände in der richtigen Anordnung. Das sollte reichen. Ein bisschen großtuerisch, aber ich schätze, das gehört zum Dasein als Orakel dazu. Die Würdinnen schöpfen Macht aus den Erdknochen. Da liegen Elementargegenstände nahe. Ein reiner Edelstein. Dichter kommt man an das Element Erde wohl nicht heran. Ein Gefäß mit Wasser. Nun, das ist enttäuschend offensichtlich. Marieve muss sehr in Eile gewesen sein. Was ist das? Eine Feder? Wartet eben mal. Was ist leicht wie eine Feder? Luft! Würd-Rituale sind nicht kompliziert. Es muss nur alles in die richtigen Gefäße. Es scheint, als hättet ihr Gegenstände gefunden, die zu den Elementen des Würd passen. Sollen wir mit Marieves Ritual fortfahren? Ohne Zweifel wollte Marieve, dass wir sie in den richtigen Ritualgefäßen platzieren. Einfache Magie kann ganz schön archaisch sein, wenn ihr mich fragt. Ich hoffe, ihr könnt herausfinden, welcher Gegenstand in welches Ritualgefäß gehört. Die Schwestern des Wirt dienen den Elnofei, den Erdknochen. Sie verehren die Natur und die Elemente. Ziemlich primitiv, aber ich schätze die Arbeit, die sie machen. Ich finde vor allem die Vorstellung, dass sie Kraft aus einem Baum ziehen, entzückend bodenständig. Die Ritualgefäße sind dort drüben. Je eher ihr die korrekten Gegenstände platziert, desto schneller werden wir Marieves Nachricht erhalten. Was passiert? Meister Vanus, seid ihr's? Ihr! Euch habe ich in meiner Vision gesehen. Ich wusste, dass ihr meine Hinweise verstehen würdet. Aber hört zu, ich habe nicht viel Zeit. Die Chaosbringer. Sie haben mich erwischt. Sie bringen mich zu einer Altmeerruine irgendwo in Auridon. Sie nannten sie Bevan, glaube ich. Hört mal, sie sind gleich wieder zurück. Ich muss euch von meiner Vision erzählen. Sie betrifft Sommers End und Arteum. Sommers End, die grüne und freundliche Insel der Hochelfen. Arteum, die verschwundene Heimat des Psychic-Ordens. Beide sind in einem dunklen Netz des Schreckens gefangen. Ich habe es gesehen. Meine Vision! Sie haben dem Tsuchikan schon in der Vergangenheit geholfen. Doch nun,
scheinen noch andere Interesse an ihnen zu haben. Diener der dunklen Fürsten, sie wollen meine Gabe missbrauchen. Sie wollen mich dazu bringen, ihnen zu enthüllen, wo Arteum liegt. Ihr müsst mir helfen. Bevan, sie bringen mich nach... Oh nein, sie kommen zurück. Beeilung, denk daran, Bevan! Das klang nicht gut. Ihr solltet euch wirklich beeilen und euch nach Bevan aufmachen. Das Orakel braucht euch. Nein, die Sache hat eine völlig neue Bedeutung bekommen. Falls Arteum und der Psijic-Orden beteiligt sind, muss ich die Magiergilde da raushalten. Was als nächstes geschieht, liegt an euch. Ihr findet Bevan an der Westküste Auridons. Sommers End ist die uralte Heimat der Hochelfen. Ich bin dort geboren und aufgewachsen. Marievis Vision legt nahe, dass die Insel bedroht wird. Es gibt da einige Leute, die ich warnen sollte. Soweit es Arteum betrifft, handelt es sich um die Heimat des Psijic-Ordens. Und sie befindet sich derzeit nicht auf Nirn. Die Insel verschwand vor 350 Jahren. Der Ritenmeister verbarg sie in einer Taschenebene. Aus welchem Grund, weiß man nicht. Ich habe während meiner Zeit im Orden im Turm Zepora studiert, aber Psijic-Magie war für meinen Geschmack zu protzig. Ich habe mehr als genug getan. Mein Bruch mit dem Orden und die daraus folgende Gründung der Magiergilde kam bei meinen früheren Lehrern nie sonderlich gut an. Sollte dies alles etwas mit den Psijikern zu tun haben, tue ich niemandem einen Gefallen, indem ich mich noch weiter in diese Angelegenheit einmische. Ich habe da so meine Vermutungen. Sie stehen offenkundig in Verbindung zu den dunklen Fürsten, die Marieve erwähnte. Aber abgesehen davon... Ich glaube nicht, dass sie vorhaben, dem Orakel etwas anzutun. Zumindest nicht sofort. Ihnen schwebt etwas Heimtückischeres vor. Wahrscheinlich dasselbe, was jeder will. Es soll Ihnen etwas offenbaren, was Sie wissen wollen. Und ich mache mir Sorgen, dass es den Psijic-Orden betreffen könnte. Marieves Fähigkeiten gestatten es ihr, verborgene Dinge zu enthüllen und verschollene Orte zu finden. Orte wie Arteum. Der Psijic-Orden ist eine Klostergemeinschaft, die den alten Wegen der Magie folgt. Ich gehörte früher einmal selbst zum Orden, ehe eine Meinungsverschiedenheit mit einem anderen Mitglied dazu führte, dass ich aus seinen Reihen ausscherte und die Magiergilde gründete. Es besteht kein Kontakt mehr. Marieve blickt nicht nur an verborgene Orte, sie weiß auch, wie sie mit ihnen in Kontakt tritt. So kann sie sich mit dem Ritenmeister des Psijic-Ordens austauschen. Ich nehme an, dies ist einer der Wege, über die der Orden von dem Ort aus, an dem er die Insel versteckt, die Entwicklungen hier auf Nirn im Auge behält. Insofern, als dass sie Marieves Gabe verwenden könnten, um Arteum ausfindig zu machen. Zumindest ist das meine derzeitige Arbeitshypothese. Ich werde die Magiergilde von Sommers End über die Bedrohung informieren und mich dann zur Gildenhalle in Himmelswacht aufmachen. Trefft mich dort, sobald ihr das Orakel zurückgeholt habt.
nicht gut aus.